Servus Freunde, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen, Leute, bei einem Battleship Wagerinchen um den guten Ivan Abi Perisic. Ich habe den Mann vor fast genau einem Jahr, Leute, habe ich ihn getroffen. Da war ich beim Derby AC Milan gegen Inter Mailand. Die haben ja jetzt auch wieder vor kurzem gespielt. Und das war einer, ich würde sagen, der schönste Moment. Also es klingt komisch für euch, aber es war echt einer der schönsten Momente, weil ich habe ihn und Rebic getroffen, habe ein Bild mit den Jungs gemacht. 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Weakfoot. Habe ich das falsch gesagt? 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Weakfoot. Ja, es ist 4 Sterne Spezialbewegung, Showdown-Karte. Er bekommt noch ein Upgrade, wenn Tottenham gegen City gewinnt. Es gibt hier nicht einen Showdown-SBC. Und es wird das letzte FIFA 22 Video auf meinem Kanal sein. Deswegen, danke FIFA 22 für das schöne Jahr. Muss man ehrlich sagen, danke euch, Freunde, für das schöne Jahr. Und danke Steini für das schöne Jahr. Hey, was geht, was geht? Wieso hast du den getroffen oder wie kam es dazu, dass du den getroffen hast? Ja, ich war das Spiel schauen und dann waren wir in so einem coolen Hotel. Und in dem Hotel haben wir so, wir waren gerade beim Auschecken, ich war richtig gammelig angezogen, Gammelhose, Haare glaube ich nicht gewaschen. Also wie immer also. Ja genau, einfach wie immer. Aber, und wer sitzt dann rechts von uns? Perisic und Rebic. Dann geht Rebic aufs Klo, ich so, Ante, weil den habe ich schon mal getroffen, gehabt, schon mal ein Bild mit ihm gemacht. Ich so, Ante, kann ich, auf Kroatisch habe ich geredet, kann ich kurz ein Bild mit ihm machen? Dann hat er gesagt, ja, dann, dann ist er kurz aufs Klo gegangen, pinkeln und dann war er zurück. Da habe ich ein Bild mit ihm gemacht, habe AC Milan Trikot hochgehalten und dann geht Perisic an mir vorbei, sage ich, hey Ivane, kann ich ein Bild mit dir machen? Er so, ja, okay. Da hatte ich ein Inter Mailand Trikot an. Ja. Und er hat das Trikot nicht an, sondern ich habe es so hochgehoben. Mhm. Und er hat das Trikot so angeguckt, weil er dachte, weil Rebic hat ihm erzählt anscheinend, so, er hat ein AC Mailand Trikot. Ja, ja. Und dann hat Rebic, der Perisic hat dann so geprüft, okay, okay. Dann hat er so skeptisch erstmal geguckt. Aber auch geil, völlig random, so ein ausgerechnet noch dann zwei Kroaten so. Ja, wir haben bei Stani auch eine Folge aufgenommen. Links in der Videobeschreibung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für das letzte FIFA 22 Video und meine Stunde ist durch. Freunde, 6000 Likes wäre cool. Wenn wir das packen, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten kostenlos abonnieren. Und wir subtrahieren jetzt die Spieler auf die Bank und sehen uns gleich wieder. Okay, Steini, du bist der Gast. Du darfst die ersten Spieler reinstellen. Ich gebe dir die Zahlen, okay? Machen wir so. Stürmer, gebe ich dir die. Ich gebe dir die 11 Sturm. Ich hoffe, besser. Was wolltest du sagen? 12. 12. Okay. 12 kommt rechter Flügel. Gönnen sie dir. 11 und 12. Kein Link vorne, stabil. Wichtig. Bei dir Sturm die Nummer 7. Sturm die 7, Rechter Flügel die auch die 12. Die 12, da ist schon mein Keeper drin. Du hast irgendwie ein Talent aktuell, dass du immer den Keeper gleich im Sturm stellst. Aber zumindest ist es ja schon meine Auswahl, ne? Ja. Bei mir den noch nicht. Kann ich dann, falls ich Joke habe, dann reinstellen. So Leute, jetzt haben wir 3 Spieler bei Steini im Mittelfeld zur Auswahl. Was mache ich mit dir? Ich gebe dir die 1, links sit in. By the way Leute, hier ist der Block, wo ich immer die Zahlen aufschreibe. Falls ihr euch wundert. Ich tue dir die, die 7 in die Mitte und du bekommst einfach mal die, 6 ist eine gute Zahl, rechts ZM. Das ist jetzt halt die Position, wo du halt echt Gamechanger haben kannst. Du hast mich kaputt gemacht. Echt? Jetzt schon? Ich kann keinen Gamechanger mehr kriegen. Gar keinen mehr. Ich bin kaputt, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Okay, Jungs, wahrscheinlich schon Knockout. Du hast in 5 Positionen meine komplette Verteidigung hingestellt. Leute, bewerten, kommentieren nicht vergessen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut's rein. Und ciao. Steini, ach du Kacke, Alter. Ich kann nur einen Torwart kriegen, wow. Aber, boah. Wow, wow, wow. Nicht schlecht, Herr Specht. 8, 9, 10. Von links nach rechts. Ich hab fast eine Glatze mittlerweile, sehe ich gerade. Und ich hab fast wieder so ein Boxer schon. Es ist so schlimm, oder was? Was denn? Dein Team. Ich hab rechter Flügel Laporte, Mittelfeld Córdoba, Gomez, Cancelo. Oh, das ist gut. Alle Verteidiger. Ja, und ich kann kein Gamechanger mehr kriegen jetzt. Also, du kannst das heißt, dein Keeper ist aber... Ist auch noch drin. Nicht drin, ne, ist noch nicht drin. Keeper ist der Einzige ja noch. Keeper ist der Einzige. Okay, aber, was gibst du mir? 8, 9, 10 von links nach rechts. 8... 9, 10. Okay. Schade, dass du nicht die 11 noch mit ins Boot genommen hast. Nö. Die wäre Torwart wäre das gewesen. Ja, gut. Ist okay. Kann ich mitleben. Ist eigentlich die wichtigste Position gewesen. Deswegen ganz gut. Ah, jetzt Verteidigung bei Mr. Steini. Was machen wir? 2 Linksverteidiger. 4 Rechtsverteidiger. Innenverteidigung bilden wir mit 4 und 5. Hä? Du hast 2 mal 4 gesagt. Ja. Wir machen 5 und 9. Ist 9 besser als 4, theoretisch? Das spielt keine Rolle. Okay. Ey, du hast 2 mal 4 gesagt. Ja, ich weiß, ich war lustig. Ich hab 2, 4 gesagt und dann 4, 5. Ja, weil ich war auch irritiert, weil ich die 3 halt noch hab. Was gibst du mir jetzt, Cowboy? Ich bin nervös, ich bin gespannt, Leute. Ich brauche eine gute Abwehr, Steini. Von links nach rechts. 4? Warte, ganz kurz. Achso, okay, ja. 11? Okay. Apostel Trock am Start. 6. 5. Und die 5.
Boah, weißt du, dass das echt sehr belastend ist? An sich, du hast gar nicht so schlecht angefangen. Ich hätte auch hinten raus noch mal ein paar Gamechanger bekommen können. Aber eigentlich hast du bei mir auch reingechockt, muss man sagen. Also mein Team ist echt auch nicht gut. Also du musst dir keine Sorgen machen vor meinem Team. Es ist überschaubar. Wie viel Chemie? Ich stand jetzt 25. Ey, 20. Da sind zwei Losties unterwegs, okay? Also zwei schwache Teams ist jetzt, aber da kann ja noch was werden. Ja, jetzt erstmal im Tor. Du hast gesagt, du hast noch die 3. Hab mich angelächelt, die 3. Nimm ich. Kannst du reinbuchen. Super, unterschreibe ich das Ding. Am Ende habe ich Glück im Unglück. Hast du wirklich? Wieso hast du die 3 genommen? Wegen meiner Betonung so? Nee, du hast gesagt, ich habe noch die 3. Ja. Und dann habe ich gesagt. Die 3 ist der Torwart. Nein! Ja! Du hast mich wirklich angelockt damit. Dann hast du jetzt quasi. Wir werden gleich. Deswegen hab ich ja gefragt, hey, du hast 2x4 gesagt. Und dann dachte ich mir, du willst die 3 da rein haben und auf einmal kommst du mir mit einer anderen Zahl. Okay! Cool. Jetzt hast du 1, 2, 3. Entscheide dich weise. 2. Ach, Digga, du bist so ein. Schmutz, Digga. Ich hab einen Move. So, ist eigentlich egal, was ich hier mache. Ich weiß nicht mal, was ich tun soll. Packe ich einen Stürmer vorne hin, damit ich vorne ein bisschen Action machen kann. Am Ende des Tages macht das hier wohl am meisten Sinn. Aber dann habe ich halt hier für den Arsch. Ich habe noch einen Gamechanger. Und ich muss den Torwart ins Tor bringen. Ansonsten bin ich am Arsch. Aber weißt du, das Problem ist, ich habe zu Perisic keinen Link. Und das geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Ja, ich auch nicht. Ich könnte einen hinkriegen. Überleg, ob ich das mache. Das bringt mir 12. Und das bringt mir 15. Okay, ich stelle den Torwart ins Tor und mache einfach so, Freunde. Wie viel hast du? 39. Ne, wie viele Gamechanger? 1 oder 2? Achso, einen. Auch nur einen, okay? Ja, ich bin komplett am Arsch. Ich muss mir überlegen, welchen Move ich mache. Hole ich den auf Chemie, pack den hier rüber. Ah, nee, ich hab falsch gemacht. Ja, ich mach das so, glaube ich, oder? Boah, schwer. Alter, ich gehe gerade Risiko, Leute. Ja, das ist echt. Ich mach's. Ich stell's so um. Also, ich habe jetzt quasi den mit dem getauscht hier, nur fürs Video. Das bringt mir einfach am meisten Chemie. Okay. So, dann gehen wir rein hier. In den Geilen. Wir gehen rein ins Spiel. Bin ich mal gespannt, wen du da so schönes Rumrennen hast. Ich habe beide mit Steini ausgemacht, Leute. Verlierer muss Messi Autogramm herschenken. Egal welchen. Ja, ist aber bei dir. Lass dich da aussuchen. Ist aber bei dir komplett egal, wenn du 5 Stück bei dir im Regal stehen hast. Ja, 5 Stück. Ja. Ja! Ich bin. Ja. Was? Siehst du? Ich hab einen Torwart gemoved! Ich bin nicht mal in Zweikampf gegangen! Ja, und ey, weißt, dass ich bald Millionär bin wegen Messi. Reichenbonus ist das, nichts anderes hier. Ja, Wiederholung würde ich auch wegdrücken. Ja, Herr Schiedsrichter, jetzt schauen Sie mal zu, wie der Perisic ist im Recht. Schiller, da ist eine volle Verarsche hier. Komm, ich mach die Ecke auf. Oh, ja, Baby, lieber denn. Kein Blatt Papier. Nein. Oh. Der macht aber gut. Aber mein Keeper ist ja vielleicht doch nicht der Beste. Was ist das für ein Scheiß? Ich dachte mal. Ich drauf geachtet, Scheiße, ich hab nicht geguckt, ob Torwart ist. Aber wieder hämmert. Ja. Ja, Mann! Let's go! Ich weiß nicht, ob er reingeht. Aber oh. Hä? Ist der nicht in der IV? Der ist, Das ist halt geil. Schon mal Patrick Vieira. Innenverteidigung. Voll! Alter! Wer war das denn? Was für ein Mann ja im Tor? Das ist Benzema! Ja. Mein Gott, man kann doch mal ein bisschen schummeln. Ist es Benze? Ja, ist Karim the Dream. Ich hab's aber jetzt erst gecheckt, ne? Super, ich hab gerade geblufft. Scheiße. Nein! Ah! Oh, Steini! Ich hab dir sogar vorbereitet den Ball. Oh ja, jetzt nochmal. Skript, Jung. Ich wollte das. War alles geplant schon. Das war alles. Gomez! Jawohl! Wie ein alter Bayern-Mann. Gomez! 91 schießen als Innenverteidiger. Einiges gesehen. Ach, aber hat ein bisschen gebraucht. Oh, Ivan Abi, was los, Mann? Den macht er wieder ansatzlos. Der hat doch 95 Schießen, das ist der Beste, Leute. Bester Mann. Ivan, geh. Ja. Nein, Steini, du bist so schön. Ich hab so. Du hast schon so früh gemoved, ja. Eigentlich war lost sozusagen, aber ich war lost sozusagen und dann. Nein. Nein! Aber oh, Stimme ist sogar so hoch. Cool, 3 Discards. Perisic ist im Team. Schönes Ding. Ja! Ah! 5-3, verkürzt. Ja? Im Leben kommt auch die kleinen Sachen. Manchmal ist weniger auch mehr, Chat. Komm, Ivan, bring sie! Hallo, abfalten, Ref! Referee! Nein, kann nicht! Laufen lassen, lass laufen! Du bist echt ein dickes. Weiß ich nicht, ehrlich. Zweite Halbzeit mit dem Faden komplett verloren, ey. Ja, aber. Ich muss nicht diskarden, von daher, lean back, auf entspannt.
Hat aber Bock gemacht, Leute, nochmal einmal safe. FIFA 22 Gameplay. Das muss man sagen. Wir gehen zum Skaten, let's go. Achso, ich hab umgestellt. Du kannst machen. Kann ich maken? Du kannst maken. Hab da umgestellt, 2 Stück. Komm, ich mach kurz und schmerzlos. Torwart, linker Flügel. Boah, Digga, weißt du was? Ich hab nichts umgestellt im Prinzip, okay? Was ich gemacht habe, aber das war auch dumm, fällt mir gerade auf. Alter, das war jetzt echt geisteslos. Ich wollte ja spekulieren, dass ich so schnell umgestellt habe, dass du halt denkst, ich habe gar nichts umgestellt. Ein Perisic, rechter Innenverteidiger, getauscht mit Anthony. Jetzt darf ich Anthony abstoßen, Freunde. Cool, Footies-Karte, weg damit. Und Torwart, cool, Benzema, Flashback, auch eine coole Karte, weg damit. Hast mich nochmal gut rasiert, aber wenigstens nicht Perisic getroffen. Die One-of-One ist bei mir. Die zu 99 ist bei mir. Kann nur eingehen, ja, die brauche ich noch. Die sucht noch einen Besitzer, ja. Die brauche ich noch. Freunde, wenn es euch gefallen hat, letztes FIFA 22 Video, lasst gerne Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für das ganze FIFA-Jahr, Leute, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden nächstes Jahr mindestens genauso weiter grinden. Und dann würde ich sagen, schaut euch die Steine, schaut euch die Folge bei Steini an, so rum. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.